Die erste Akku-Kapp- und Gärungssäge im 18-Volt-Bereich von Bosch. Florian, die stellen wir heute vor. Was hast du uns da mitgebracht? Ja, ich habe euch die GCM18V216 mitgebracht. Wir zeigen euch jetzt zunächst die Biturbo Brushless-Technologie. Dann gehen wir auf die Mobilität und die Leichtigkeit der Säge ein, kommen dann zu Präzisionsfeatures und zusätzlich zeige ich euch die Systemzubehöre. Wunderbar. Ich bin gespannt. Dann lass uns mal auf die Biturbo Brushless-Technologie eingehen. Ja, Biturbo heißt, wir erreichen eine Performance, die einer 1600 Watt kabelgebundenen Säge entspricht. Dadurch sind eben wirklich sämtliche energieintensiven Anwendungen auch möglich. Wunderbar. Was verstehe ich unter energieintensiven Anwendungen? Ja, also sämtliche Anwendungen in Harthölzern zum Beispiel oder auch wirklich Bankierei, Terrassenpanelen. Ich kann jetzt also damit Eichenholz, Buchenholz oder auch Ahorn als Harthölzer schneiden? Gar kein Thema. Wunderbar, das ist beeindruckend. Ja. Florian, wir haben jetzt hier drei Akkus liegen, alle drei aus der ProCore 18-Volt-Serie mit unterschiedlichen Amperestundenzahlen. Welchen würdest du denn jetzt empfehlen? Also für die GCM empfehlen wir den 8-Ampere-Stunden-Park, weil der einfach das perfekte Verhältnis zwischen Baugröße und Laufzeit bietet. Zusätzlich kann man natürlich für alle, die noch mehr möchten, auch den 12-Ampere-Stunden-Park einsetzen. Diese beide sind wirklich optimiert für unsere Biturbo-Geräte. Der 4-Ampere-Stunden-Park, der eignet sich eher jetzt für ganz kompakte Elektrowerkzeuge, kann man natürlich einsetzen, wird man sicherlich auch noch Laufzeiten rauskriegen, aber wir empfehlen wirklich den 8er. Apropos Laufzeiten, jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt auf der Baustelle diesen Akkupack bis zu seiner Grenze ausgelastet. Wir haben ihn vergessen aufzuladen und ich habe jetzt aber auch dummerweise kein Ladegerät dabei. Was könntest du empfehlen, was wir machen können? Ganz wichtiger Punkt, Dieter. Das kommt natürlich da draußen auf der Baustelle ab und zu vor. Hier gibt es jetzt einen ganz wichtigen Unterschied zum Wettbewerb. Denn bei uns ist es also möglich, sämtliche Akkupacks ab 2008 einzusetzen. Und jetzt nehme ich hier mal den Akkupack aus dem Akkuschrauber. 2,0 Ampere Stunden Akkupack. Kann ich also auch einen Standardschnitt durchführen. Dann ist das also eine brauchbare und gangbare Lösung. So, Dieter, dann kommen wir mal zum Thema Mobilität und Leichtigkeit. Also zunächst mal sind die Kapp- und Gärungssägen der 216 mm Sägeblattkategorie prädestiniert für den mobilen Einsatz. So, kommen wir nun zu der Leichtigkeit. Was sagst du, wie viel wiegt die Säge? 14,7 Kilogramm. Dann zeigen wir mal, dass diese Säge leicht zu transportieren ist. Ich aktiviere die erstmal in den Transportmodus. Zur Sicherheit nehme ich den Akku raus. Ja, kann ich nur bestätigen, lässt sich leicht transportieren. Ich würde sagen, dann führ mir doch da einfach mal vor, wie man einen Sägeblattwechsel durchführt. Dank Spindelstopp und schnell zu lösender Flanschschraube kann ich den Sägeblattwechsel sehr schnell durchführen. Jetzt nehme ich einen Expert für Aluminium mit einem Flach-Trapezzahn und 66 Zähnen. Kann ich also sehr einfach materialgerecht arbeiten. Das geht ja rasant schnell. Toll. Florian, kommen wir jetzt zu den Präzisionseigenschaften dieser Gärungssäge. Ich weiß, sie hat vorgegebene Rastpunkte im Winkelbereich. Und zwar einmal bei 0 Grad, bei 15 Grad, 22,5 und 45 Grad. Genau. Das funktioniert hervorragend ohne Spiel und Toleranz. Ich bin immer misstrauisch, wenn wir den Neigungswinkel einstellen. Und das würden wir doch gerne mal ausprobieren. Ich stelle das jetzt mal ein auf 45 Grad. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass dieser Seitenanschlag bis zum Ende weggeschoben wird. Du hast ja schon ein hervorragendes Holz. Und was dir jetzt noch fehlt, ist die Arbeitssicherheit. Ah ja, richtig. Safety first. Das heißt, wir brauchen jetzt die Schutzbrillen und natürlich Power. So. Ich werde dir jetzt noch den Staubsauger einschalten, auch Akku betrieben. Okay. Okay, jetzt du wieder.
Wunderbar. Jetzt werden wir diese vier Teile miteinander verleimen. Und ich sage dir, perfekt. Perfekt, ja. So, Florian, neben der wunderbaren Kappumgehrungssäge und dem Arbeitstisch, was hast du sonst noch an Zubehör mir mitgebracht? Eine ganze Menge, Dieter. Aber zunächst noch der Hinweis, die Säge passt auf sämtliche Arbeitstische von Bosch. Mhm. Wir empfehlen den GTA 2500 Kompakt, weil der ist einfach sehr leicht und passt optimal zur Akkusäge. Die Säge ist im Standard-Lieferumfang mit einem 24-Zahn Standard for Wood ausgestattet. Zusätzlich kommt ein Staubsack mit dazu. In der Kit-Variante bieten wir zusätzlich zwei 8 Ampere-Stunden Pro-Core-Akkus und ein Ladegerät. Okay, nun sehe ich hier zwei verschiedene Arten von Sägeblättern. Einmal die Standardversion und hier einmal die Expert-Version. Was ist da der Unterschied? Die Expert-Blätter bieten prinzipiell eine höhere Lebensdauer. Grundsätzlich kann man sagen, dass in beiden Linien jeweils ein grobes und ein feines Sägeblatt für Holzanwendungen zur Verfügung steht und zusätzlich als Spezialität jeweils ein Sägeblatt für Aluminiumprofile. Wunderbar, wir sind jetzt am Ende und wenn es euch gefallen hat, dann klickt unsere Links an oder abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer up to date.